Na, was haben wir denn da? Blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Ich glaube nicht. Das war wohl nix. Dorthin. Was macht der Knopf? Reset-Knopf. Okay, ja, da wären wir wieder hier. Da geht's nicht lang. Ja, zwei Richtungen sind blockiert. Kalibrierung. Kalibrierung. Ja, Reset-Knopf. Da lang. Jetzt muss das hoch. Und da lang. Und hoch. Ja. Fast. Und hoch. Nein. Fast. Knapp daneben. Ziemlich weit unten. Boah, ja, passt doch. Nice. Auf geht's. Ich hab's. Nur noch kein Gerät. Und bam. Schuss. So. Geht's. Gewesen sein. Halte dich bereit. Oh, Toni. Was macht denn die hier? Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber wer das wohl war? Auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Wer klaut denn den Briefkasten? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni. Streck mich von meiner Ex. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Jo. Na dann mal los. Schön wär's. Ich gehe vor, Firma. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Okay. Tschüss, Toni. Ich steig dann mal ein, oder was? Die ist kalibriert. Bedienungstafel. Nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Das ist richtig. Harpune. Lieber nicht mehr anfassen. Es ist alles justiert. Na dann, können wir ja jetzt. Der Aszendator. Mein Meisterwerk. Ich Aszendator. Habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Können wir da jetzt reinhüpfen? Ab in den Aszendator. Staufach machen wir nicht noch auf. Tja, hopp's rein mit dir. Oder worauf wartest du noch? Tja, Toni. Nein, da verliere ich. Bestimmt auch wieder. Da habe ich jetzt lange genug dran rumgeschweißt. Na dann. Lunte. Jetzt wird's spannend. Sollst du dich nicht vorher erstmal reinsetzen? Und das war vielleicht gar keine so blöde Idee. Fuß. Oh, da kommt das Raumschiff. Das ist auch ein anderes Raumschiff. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Ja. Sehr geehrter Herr. Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebörsen. Schrauben? Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel. Das hätte verschraubt werden müssen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Ja.
Das ist nicht schlecht gewesen. Sehr gut geklappt. Na dann, ich mach mal kurz eine Aufnahmepause und ja, lass den Rufus hier mal hängen. Bis. Hübsches Foto gemacht. Geht wohl gerade nicht. Dann muss ich wohl erstmal. Rein da. Na, sehr gut. Kette vertüdelt haben, wie geplant. So, aber jetzt einmal speichern. So, haben wir's. Na dann, bis bald. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Man sieht sich. Ciao, ciao. Da bin ich zurück. Und es geht weiter mit einem neuen Part, nein, mit dem alten Part, Deponia, mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir auf dem Kreuzer des Organon, dem Luke. Einmal. Mir fliegt jetzt schon direkt zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Einmal kommunizieren. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Ah, okay. Die scheinen doch irgendwie Schrott auf Deponia abzulassen. Tja. Unschöne Deponia-Musik im Hintergrund. Schöne Organon-Musik im Hintergrund. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Ein Schacht? Na. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir wohl mal. Ein Seitenschneider. Ach was. Den haben wir ja. Zum Glück haben wir den ins Gepäck gepackt. Zum Glück haben wir den im Koffer. Zum Glück haben wir einen Seitenschneider mit dabei. Socken. Proviant. Die Zahnbürste. Na, brauchen wir nicht. Proviant und Socken haben wir. Mit Essen spielt man nicht, es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Tja, da war ein bisschen Proviant reinge. Mit Essen spielt man nicht, es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Okay. So, da hätten wir ein paar Socken. Damit kriege ich die nie auf. Tja. Hätte man jetzt wohl einen Seitenschneider. Das wäre mal toll, wenn wir jetzt einen Seitenschneider hätten. Mit Essen spielt man nicht. Ja, sagtest du bereits, Rufus. Ja, Klappe mit Socke. Eine Socke reicht, es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Okay, und nun im Zahnräder. Der Arm holt die Nüsse aus dem Getriebe. Irgendeiner muss es ja machen. Tja, verschrotten wir es einfach. Wartungsraum. Erwartungsarm. Au, oh, er greift an, der Wartungsarm. Hey, ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Dann wohl. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Ja, aber wie? Klappe mit Socke. Eine Socke reicht, es sei denn, es ist wirklich richtig lustig. Ja, aber ich will doch das Futter dort reinpacken. Ja, Proviant. Ich sollte sparsam mit meinem Proviant gehen. Die Reise wird lang. Oder kurz. Mal schauen. Meister gefunden. Jetzt frisst er mir aus der Hand.
Mensch. Tja, oder auch nicht. Ich behalte ihn vorerst. Ach so, jetzt haben wir einen Greifarm, einen Roboterarm haben wir. Na, damit geht's natürlich auch. Oh, wer kommt denn da? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Eine Deponianerin und der Organon. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa der hier Amtmann. Von... Amtmann. Sie wussten alle davon, ja, nicht klar, wahr? Klar wusste der davon. Das Organon steckt da mit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden ja schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Ja, das wäre ja langweilig. Eine echte Orbit-Elf. Einfach die Spannung verbringen. Wie Sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet haben. Also los. Rufus to the rescue. Rufus to the rescue. Na dann, durch die Luke. Oh, da sitzen wir schon im Führerhäuschen des Krans. Mittlerer Hebel, rechter Hebel, linker Hebel. Mittlerer Hebel sieht doch ganz, das klingt doch ganz gut. Mit Essen spielt man nicht, es sei denn, es ist wirklich richtig. Ach ja, ich wollte ein paar Nüsse drauf schmieren. Ja. Ah, hätte ich wohl einen anderen nehmen sollen. Und wäre ein anderer Hebel richtig gewesen? Verdammter Idiot! Ja, du magst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, ist die Elysianerin runtergefallen? Wir fallen gleich mit. Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, schatschatschatschab. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier. Geh fangen. Das hält euch schon, der liebe Rufus. Oh. Und da sind wir hart gelandet. Na, nicht ganz so hart. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Zurück auf Depot, ja. Tja, das war wohl ein sehr kurzer Ausflug. Und was haben wir hier? Eine Motorhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Tja, dann steigen wir mal in die Motorhaube und öffnen das von innen. Und was haben wir da? Ein schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel ja. Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Aber Frau Hinkel, der Stier. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro! Da hoffe ich, dass du über 6 bist. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Vom geistigen Alter her, ja, eher weniger, aber... Okay, hier geht's nicht längs. Zum Dorfkern geht's dort. Ich versuche erstmal hier runter zu gehen. Können wir noch nicht. Schade. Dann müssen wir wohl erstmal zum Dorfkern. Oh, der Dorf. Was ist denn hier los? Da hätten wir ihn. Den Kern des Dorfes. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Tja. Oh, wo sind wir denn hier angekommen? Sprengsignal. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Tja.
Dann geht's zurück in den Dorfkern und da können wir mit Hanek reden. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Wie funktioniert denn genau der Sprengplan? Funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es es dann. Ah, wusste ich's doch. Tja, dann verrat mir doch mal was über den Papagei. Ist das da drüben dein Papagei? Ja, wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Oha. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Tja, bewährte Taktik. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du, irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Das ist richtig. Erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können ja, wir wenn ich welche finde. Irgendwo. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. So, Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Tja, der faule Sack. Mit Papagei reden. Netter Papagei. Ja. Erstmal schauen wir uns an. Wir nutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Sagt es bereits. Was macht ihr, wenn das... Verstehe. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Ah, mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Joa. In Lonzos Kneipe.